herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Aventus. Ihr kennt mich vielleicht, kennt mich vielleicht nicht. Heute geht's mal weiter mit einer Let's Build-Folge. Hier im Hintergrund seht ihr das Haus. Das haben wir letztes Mal weitergebaut. Ich verlinke euch gerade mal die Folge oben rechts oder so. Die letzte. Und, wir werden heute mal weitermachen. Ich muss hier ein paar Fischnutz gerade im Inventar schauen, aber mal sehen, was wir heute so alles brauchen werden, um hier wirklich durchzustarten. Weiß ja nie. Und ja, es kam auch kein Weihnachtsvideo bei mir. Ich habe selbst Weihnachten gefeiert und wollte an Weihnachten halt keins drehen, weil ich einfach keine Lust hatte und so. Aber ich denke mal, Weihnachten muss man mit der Familie feiern und da ist es egal, ob ich euch jetzt frohe Weihnachten wünsche oder nicht. Ich hätte es natürlich auch gerne gemacht, kein Ding, aber es muss ja nicht unbedingt sein, also, ne. Jetzt nicht, dass ihr denkt, ich, ne, aber ich denke, manche werden mich schon verstehen, aber das ist halt Weihnachten, habe ich halt selbst gefeiert und ich hätte auch vorher ein Video machen können, das fand ich aber auch blöd und dann hat man einfach keine Zeit und ist halt so, okay. Was wollte ich jetzt hier? Hier wollte ich, ach genau. Ich wollte ihr Design eigentlich ungefähr anpassen, dass es eigentlich grob gleich ist. Hier machen wir es aber ein bisschen anders, vielleicht so. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, dass das Ganze trotzdem, also was mich halt trotzdem interessiert, ist natürlich mal, waren Weihnachten gut oder waren die eher so meh? Oder wie war das Ganze? Also im Allgemeinen. Was ich jetzt auch noch bald kommen wird, ist auf jeden Fall noch ein Let's Show, will ich dieses Jahr noch machen am besten. Und natürlich ein Jahresrückblick, also das will ich eigentlich auf jeden Fall machen. Chrisel hat auch schon einen gemacht, der wird dann auch so ähnlich sein wie ein Chrisel sein. Es liegt nicht daran, dass ich ein Chrisel nachmache. Es liegt einfach daran, dass der Chrisel und ich im Endeffekt das gleiche so besprochen hatten. Wir unterhalten uns auch, ja, wir sind Menschen, wir haben TS und so und dann unterhalten wir uns. Und dann haben wir uns halt mal ein bisschen unterhalten, wie gesagt, und da sind wir halt auch auf so ein paar Themen gekommen, die ich halt eher anspreche, die ich auch nochmal ansprechen werde, weil es halt Themen sind, die uns beide irgendwie ein bisschen drücken wird. Was ich halt jetzt momentan sagen kann, ist halt irgendwie so, also ich fand es ja eigentlich dieses Jahr ist mein erstes Jahr auf YouTube, ja, muss man dazu sagen, fand ich wirklich sehr erfolgreich. Und es sind ja zum Glück jetzt immer noch, also doch relativ erfolgreich momentan. Also Abonnenten sind auch wieder gestiegen, da bin ich auch echt richtig froh drüber. Und ich meine, es ist nicht mein Ziel, Abonnenten zu erreichen in einer Masse, sondern halt einfach zu gucken, dass ich halt, also ich habe halt eigentlich einfach Spaß dran, weil das hier kann ich machen, was ich will, hier kann mir keiner reinfuschen und hier bin ich einfach der eigene, also Creator von dem ganzen Ding, und das ist sowas, das gefällt mir, wenn ich halt mich frei ausdrücken kann. Deswegen spiele ich ja auch Minecraft, weil das einfach sowas ist, hier kann mir keiner vorschreiben, wie ich was zu bauen habe oder was weiß ich. Das ist ja alles mein Ding und das ziehe ich durch. Und ja, was mich jetzt auch noch viele sogar, also ich glaube 2 oder 3 gefolgt mit mir aufnehmen, also ich sag's mal so, ich habe eigentlich ziemlich wenig Zeit, ja, sag ich jetzt mal so. Ziemlich wenig Zeit, und dazu kommt noch, dass ich halt auch, also es ist jetzt, wenn man mit jemandem aufnehmen will, ist es immer so eine Sache, weil man einerseits muss ich Zeit haben, wenn der andere auch Zeit hat. Dann braucht man überhaupt mal ein Videothema, ja, man kann nicht einfach so, ja, hör, wir nehmen miteinander auf und Punkt. Das ist immer so leicht gesagt, ja. Was noch dann, was man oft nicht beachtet, ist, dass es auch irgendwie einen Zusammenhang geben muss, weil ich und ein PvP-Kanal, das würden jetzt nur bedingt passen. Also ich arbeite, also zwar schon, würde ich schon miteinander zu arbeiten, aber dann muss es halt auch irgendwie schon ein gemeinsames Thema haben. Und das ist einfach immer so eine Sache, was macht man da genau, weil es ist einfach ein bisschen blöd. Und wie gesagt, ich habe halt auch echt wenig Zeit, dann arbeite ich noch mit anderen zusammen, mit Chrisel zum Beispiel, also nicht der Chrisel, Entschuldigung, mit Balthasar und mit dem Herbst seine Team, da ist auch mal was los und da ist halt, bleibt halt manchmal einfach die Zeit weg und das ist, da habe ich nicht immer so viel Zeit und dann, wie gesagt, muss es halt auch ein gemeinsames Thema geben und dann ist es die Frage, soll es eine Kanalvorstellung werden, ja,
oder was weiß ich, aufnehmen ist leicht gesagt, beziehungsweise wenn es jetzt heißt, ey, ich will mit dir aufnehmen, oder wenn jetzt mir schreiben würde, ich habe eine Burg gebaut, ne, guck dir die mal an und schreib dir noch dazu und das würde mich freuen, irgendwie, keine Ahnung, oder es wäre cool, wenn du, ach, keine Ahnung, oder auch wenn es nichts ist oder einfach nur so, ja, könnten wir die, wenn sie dir gefällt, miteinander aufnehmen. Und ich sehe, das ist eine richtig geile Burg, ja. Und es ist richtig gut, was der da baut, ja. Dann würde ich sagen, klar, ne, kein Problem. Weil dann ist es was, was mich begeistert. Aber wenn mich was nicht begeistert, oder ich kann auch, also wenn es jetzt eine Kanalvorstellung werden soll, kann ich nicht einen Kanal vorstellen, den ich selbst, also es muss ein Kanal sein, der mich dann selbst begeistert. Ich kann nicht einfach, also kann, können schon, wie gesagt, das ist mein Kanal, mir fuscht mir keine rein, aber ich würde euch ja nur anlügen. Also, ich kann auch sagen, ja, der macht total gute Sachen und so, und dann stelle ich jemanden vor und bla, und am Ende ist es nicht so. Einerseits, ich weiß nicht, ob das jetzt manche auch wegen der Abonnenten machen, das will ich hier niemandem unterstellen. Das ist auch immer, also ich sag's mal so, das ist eigentlich immer so ein Hauptziel. Das ist gut, wenn man von anderen Leuten vorgestellt wird, das finde ich echt gut, weil dann kriegt man immer ein paar Abonnenten, da bleibt immer ein bisschen was übrig. Das ist nicht schlimm, ich habe auch kein Problem damit, jetzt irgendwie da nur dem jemanden vorzustellen, dass er Abonnenten kriegt, aber ich sag's mal so, nur deswegen ist mir das ein bisschen wenig, könnte ich jetzt fast so sagen. Also da bin ich dann schon mehr so der Typ, der dann halt so wirklich sagt, der hat eine geile Burg gebaut, die ist richtig Hammer, die gefällt mir. Dafür muss man auch keinen YouTube-Kanal haben, dafür, um mit, dass ich mit jemandem eine Burg vorstelle. Die gefällt mir und ja, da machen wir das so. Und ja, dann ne, das ist was anderes, weil dann habe ich da mit einem Bezug, das hat auch einen Bezug mit meinem Kanal. Ich mach zwar, gut, hab schon lange nicht mehr, aber will eigentlich auch ein paar Minigames ab und zu mal bringen. Bin ich jetzt dieses Jahr leider nicht dazu gekommen. Aber ja, das ist auch so eine Sache und das, wie gesagt, ich kann und will keinen Kanal vorstellen, der mich selbst nicht begeistert. Es mag sein, dass er gute Videos macht, es mag sein, dass da alles gut ist, dass die Qualität stimmt und so und, aber mein Problem ist halt einfach, es muss was sein, was mich umhaut, weil es gibt viele, überlegt mal, wie viele Kanäle da draußen sind, die auch gute Videos machen. Wenn ich jeden von dem vorstellen würde, ja, oder wenn mich jeder von dem anschreiben würde, dann hätte ich ja nichts mehr anderes mit zu tun. Deswegen muss ich halt jetzt schon, sag ich jetzt mal, lernen, Nein zu sagen, bevor ich dann zu jedem Ja sage und am Ende das Ganze eskaliert oder so. Das kann ja auch passieren. Und es hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich abgehoben bin. Also, na gut, ich bin ein bisschen abgehoben, ne? Das weiß ja jeder von mir seitdem. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie, auch die Leute nicht mag oder so, aber ich sag's mal so, du weißt ja auch nie, mit wem du da zu tun hast. Also am Ende, es kann ja auch sein, dass es also ein totaler Spinner ist, ja, mit dem du einfach grundsätzlich kein Video drehen kannst. Ich kenne Leute, mit denen würde ich niemals ein Video drehen, die machen nur so und also mach ich ja auch, aber ich mach's halt mit Stil. Aber das ist so eine Sache, die ja, also du weißt ja auch nie, wer da auf der anderen Seite ist. Und dann kann es passieren, dass du so einen totalen Spinner hast. Dann hast du dem eine Aufnahme versprochen. Dann musst du dich halt auch dran halten. Weil ich will eigentlich meine Versprechen schon halten. So. Und dann steckst du in der Tinte. Dann hast du einen Typ, mit dem du nicht aufnehmen willst. Ja, dann hast du sowieso noch weniger Lust auf die ganze Scheiße. Ja, was willst du dann machen? Super, dann nimmst du auf, empfiehlst jemanden, den du eventuell so gar nicht leiten kannst. Hast aber im Voraus schon mal eine Aufnahme versprochen. Also. Ja, ich glaube, ich. Also. Ich hoffe es zumindest, dass mich da einige wirklich verstehen. Ich habe ja gerade eben schon mehrmals gesagt, das ist ja nicht mein Problem, mit anderen aufzunehmen. Das Problem ist einfach nur, dass man nie weiß, wer da ist und dass ich halt irgendwie auch einen Grund haben will. Also, wenn es heißt, irgendwie einen Grund, keine Ahnung, ich frage ja auch, warum. Wenn es dann heißt, ja, weil Baum oder sowas, ja, das ist für mich keine Begründung und ich finde sowas ernst. Und ich finde es auch nicht gut, wenn man mit Leuten einmal aufnimmt und dann sie nie wieder auf den Kanal kommen. Ich bin eigentlich mehr so der Mensch, der dann so, wenn ich mit jemandem aufnehme, wird das eine feste Partnerschaft, so wie im Grissel oder so. Der ist öfters mal hier oder der Balthasar, gut, der war jetzt schon lange nicht mehr da, aber der wird sicherlich auch hin und wieder mal kommen und, also das, ja, nicht falsch verstehen jetzt, ne. Der wird auch mal wieder hin und wieder auf dem Kanal erscheinen, so.
Ja, und dann ist das was anderes. Aber wenn ich jetzt Leute einmal da so, hier, der und der, der macht das und das, super, wow, interessiert mich eigentlich gar nicht, aber ich mach's halt, weil ich's mach. Und dann am Ende kommt der nie wieder, ja. Dann ist das Video sowieso nach einem Monat oder so verschollen. Einfach allein schon aus dem Grund, weil die Videos, die ich vor einem. Also, mein Kanal wächst ja auch und die Videos, die ich dann, was weiß ich, sagen wir mal, von der Woche gemacht habe, die guckt sich ja dann irgendwann auch keiner mehr an. Also, irgendwann sicherlich mal wieder eine, aber die werden. Also, ich sehe es ja, es gibt ein paar Videos, die sind alt, die sind dann geklickt wie Sau und es gibt Videos, die sind alt und die interessiert kein Schwein. Ja. Die haben sich, die haben zwar gute Aufrufe, aber die haben sich auch nicht großartig verändert, weil es einfach nur die interessiert hat, die damals da schon auf meinem Kanal waren. Das heißt, die Videos werden sowieso verschlammt. Und wenn es dann halt Leute sind, die auch schlechte Videos machen, und ich würde die vorstellen, ja, also dann ist es auch immer so ein Ding, wenn man überlegt, man muss halt auch gute Videos machen. Das bringt nichts, wenn man mit anderen Leuten aufnimmt. Das ist auch einfach. Es ist auch nicht so, dass man sofort dadurch. Man kann sich da auch nicht die großen Abonnenten hoffen. Ich meine, zum Beispiel, ich habe mit der Redaktion Holdex damals aufgenommen. Das Video kann ich auch mal hier oben rechts verlinken, falls ich es vergesse, einfach in die Kommentare schreiben. Und das waren grob 50 Abonnenten. Ja, 50. Und die Redaktion hat 10.000. Wahrscheinlich auch ein paar, also relativ viele Inaktive, aber es sind 10.000. Von 10.000 habe ich 50 gekriegt. Das kann einerseits daran liegen, dass meine Videoqualität damals nicht so gut war, oder vielleicht auch andererseits einfach, weil, wenn ein Kanal vorgestellt interessiert sich. Und jetzt müsst ihr mal vorstellen, wenn jemand von mir dann die großen Abonnenten erwarten würde. Ich weiß es ja nicht, ob jemand da was erwartet. Ich spekuliere jetzt nur. Er will auch niemanden angreifen oder so, oder Abogeil beschimpfen oder was weiß ich. Aber ich sag's mal so: ein getroffener Hund bellt, und wer sich da jetzt angesprochen fühlt, der hat halt Pech. Ja, und ich habe momentan 184. 184, das ist. Ein heißer, also ein Tropfen auf einem heißen Stein, das ist so gut wie gar nichts. Ja, und überleg mal, von 10.000 bleiben 50 übrig, überleg jetzt mal, was von 184 übrig bleibt. Da ist allerhöchstens einer oder vielleicht ein halber Abonnent. Wenn überhaupt. Und dann müssen die Videos noch stimmen. Es kann auch sein, dass da viele vorbeigucken und dann die merken, oh, das ist nichts oder sehe mich nicht. Und genauso wie es immer blöd ist für mich, PvP-Kanäle weiterzuempfehlen, weil. Ich gehe halt mal davon aus, dass viele bei mir da sind, um Let's Builds, Tutorials und so weiter zu sehen. Ja, es ist meine Bau-Community irgendwie hier. Ja, ihr seid meine Bau-Community. So, nicht die Baum-Community, sondern die Bau. Ne? So, und ja, dann ist es blöd für mich, Kanäle weiter zu empfehlen, die halt irgendwie nicht so ganz zu mir passen. Und das ist halt auch. Es muss, ich muss auch, ich denke halt immer auch an, was interessiert meine Zuschauer, ja. Und ja, mit irgendwelchen Leuten aufzunehmen und was weiß ich, eine Runde Bildbattle zu spielen, ja, interessiert die Leute wahrscheinlich ein bisschen weniger, als wenn ich mit Leuten spiele, die sie kennen. Zum Beispiel mal dem Krüssel oder so. Das haben wir sowieso geplant, dass wir da mal was machen. Das wird vielleicht mal ganz witzig, aber das ist was anderes. Und ja, und das ist auch blöd für mich, immer mich auf neue Leute einzulassen, weil. Ich kenne momentan so viele Leute, also allein schon auf Herbstland, auf dem TS, da könnt ihr auch übrigens auch mal vorbeikommen. Link, also den Link sag ich schon. Ja, die TS-IP ist unten in der Beschreibung, da könnt ihr einfach vorbeigucken, da kommt ein Supporter oder ich bin auch Supporter. Fragt euch, ja, hallo, hier wollt ihr hin, bla bla bla. Scheiß übrigens auf dem TS-Aventus eigentlich, meistens immer. Gut, aber da sind auch viele, viele Leute, die ich schon mittlerweile kennengelernt habe, die mich auch angesprochen haben, hey, du machst YouTube, bla bla bla. Ja, und. Das ist auch eine Menge, Menge Leute. Und wenn ich dann noch mehr und dann irgendwann füllt mein Skype über und irgendwann, sage ich jetzt mal, reicht es jetzt erstmal. Ich muss mich bis jetzt auf die Leute konzentrieren oder auf die Kanäle konzentrieren, die ich jetzt momentan habe. Ich will mich ein bisschen mehr, also ich habe ja noch ein Projekt, das Medieval Diary, das ist auch noch nebenbei. Und außerdem will ich mich jetzt mal mehr so auf Krizzeln so konzentrieren. Und deswegen kann ich jetzt nicht andauernd mit irgendwelchen Leuten da was machen. Das ist. Ich wünsche aber trotzdem allen, die mich gefragt haben, ja, ich will hier keine Namen nennen, das seht ihr vielleicht aber auch selbst irgendwo in den Kommentaren oder was weiß ich wo. Will ich trotzdem sagen, findet euer eigenes Ding, ja, versucht niemanden zu kopieren, ja, und vor allem wünsche ich euch viel Glück und auch vor allem Spaß dran und macht es nicht wegen, weil ihr hofft, dass ihr da wegen total berühmt werdet. Also berühmt ist sowieso so eine Sache.
Gronkh zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Gronkh, weil er irgendwie jeder kennt, ist auch nicht berühmt. Der ist einfach nur ein wenig bekannt. Oh gut, ein wenig viel. Sagen wir mal so, jeder kennt ihn, aber wenn man überlegt, wie viele User auf YouTube sind, und er hat jetzt fast, sagen wir mal, 4 Millionen, so, das sind trotzdem nicht alle User auf YouTube, aber allein schon, weil es deutschsprachig ist. Man wird niemals so erfolgreich und reich sowieso nicht. Ja, reich sowieso nicht. Von daher macht es einfach, weil es euch Spaß macht und weil es euch die Community Spaß macht. Ich mache zum Beispiel Kommentare warten, finde ich mega geil und so weiter und so weiter. Ja, das sowas gefällt mir einfach übelst. Und ja. Also das Video ist jetzt hier an der Stelle nicht nachsynchronisiert. Also ich baue hier wirklich schon die ganze Zeit nebenbei. Ich kann jetzt mal hier kurz machen, damit ihr das seht. Also es kommt vielleicht so rüber, als würde ich das Ganze nachkommentieren, aber ist nicht so, ist nicht der Fall. Ja, ich würde auch fast behaupten, dass wir fertig sind. Also nicht komplett. Ja, hier und da vielleicht noch wieder was ausbessern, aber mir gefällt es eigentlich jetzt erstmal so, wie es ist. Und ja, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wollt jetzt hier niemanden angreifen, niemanden verletzen, wollt hier niemanden bloßstellen oder was weiß ich, oder niemanden. Ja, ihr wisst, was ich meine, denke ich. Zeigt ein bisschen Verständnis dafür. Schreibt mal eure Meinung damit oder auch mal, was mich halt natürlich auch mal interessiert, was haltet ihr zu meiner Einstellung? Findet ihr die Einstellung gut oder nicht? Und seid ihr auch der gleichen Meinung oder habt ihr eine andere Meinung dazu? Sowas würde mich natürlich auch stark interessieren und ja, haut es einfach mal unten in die Comments rein da. Das ist einfach. Ich glaube, ich habe jetzt genug dazu gesagt, aber es interessiert mich. Also jetzt wirklich, ne, danach, wenn ich hier fertig bin, einfach wirklich schreiben, weil Kommentare, Leute. Schreibt bitte Kommentare. Ich liebe es, die zu beantworten, ich liebe es, sie zu lesen, aber ich liebe es auch mal ein Feedback zu kriegen, weil ich weiß nicht, ob das, was ich mache, gut ist, wenn ich kein Feedback kriege. So, ich gucke mir gerade ein bisschen um, wie das Ganze hier so aussieht. Das ist, denke ich mal, ganz in Ordnung. Ja, gut, jetzt habe ich hier eine riesen Moralapostel gespielt oder auch weniger, ist ja keine Moralapostel mehr, so Dings, aber ihr wisst, was ich meine. Gut, ich denke mal, wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich bei einem Blitzshow wieder. Oder halt, wenn ihr es schon nicht gucken wollt, bei einem Jahresrückblick, wenn ich den mache, wenn ich es doch hinkriege. Ich versuch's halt. Ja, zeigt Verständnis, wollt ihr niemanden angreifen, niemanden beleidigen. Ich sag auf jeden Fall tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao.